Ratzfatz gibt's nun auch offiziell die wichtigsten Fakten zum neuen Fiat 500e. Rein optisch ist er immer noch angelegt an seinen Vorgänger. Der ist sagenhafte 13 Jahre auf den Markt, doch das neue Fahrzeug ist komplett auf Elektromobilität ausgerichtet. Die Lithium-Ionen-Batterie fast 42 kWh, Schnellladefunktion gibt es auch, die Reichweite liegt dort WLTP bei 320 km. Um die Ladezeit zu optimieren, ist der neue Fiat 500 mit einem Schnellladesystem ausgestattet, das einen Ladestrom von bis zu 85 kW ermöglicht. Beim Schnellladen, also DC-Laden mit Kabel Mod 4, sind nach nur fünf Minuten Ladezeit die Batterien wieder weit genug aufgeladen, um ca. 50 Kilometer zu fahren, mehr als die durchschnittliche tägliche Fahrstrecke. In nur 35 Minuten ist die Batterie zu 80 Prozent aufgeladen. Der neue Fiat 500 ist mit einem sogenannten CCS2-Anschluss Combo 2 ausgestattet, der Laden sowohl mit Gleich- als auch mit Wechselstrom zulässt. Außerdem ist ein Mod 3-Kabel an Bord, das Laden an öffentlichen Stationen mit bis zu 11 kW ermöglicht. Der neue Fiat 500 stellt drei Fahrstufen bereit: Normal, Range und Sherpa. Im Modus Sherpa, benannt nach dem legendären Bergführern aus dem Himalaya, ist das gesamte System darauf konfiguriert, die größtmögliche Reichweite zu erzielen. So wird beispielsweise sichergestellt, dass einem Navigationssystem programmiertes Ziel oder die nächstgelegene Ladestation erreicht wird. Dazu wird eine ganze Reihe von Faktoren justiert. So begrenzt der Modus Sherpa die maximale Fahrgeschwindigkeit auf 80 km/h. Die Umsetzung von Befehlen des Fahrpedals erfolgt besonders sanft und zusätzliche Verbraucher wie Klimaanlage oder Sitzheizung werden automatisch abgeschaltet. Selbstverständlich können diese bei Bedarf wieder aktiviert werden, aber das geht dann natürlich auf die Reichweite. Im Modus Normal lässt sich der neue Fiat 500 beinahe wie ein herkömmliches Fahrzeug mit Verbrennungsmotor fahren. Das verspricht zumindest Fiat. Steht der Fahrprogrammwahlschalter dagegen auf Range, muss im Prinzip nur noch das Fahrpedal betätigt werden. Loslassen des Fahrpedals löst einen Bremsvorgang aus, ohne dass dazu das Bremspedal getreten werden muss. Man nennt das Ganze auch One-Pedal-Driving. Mit ein wenig Übung ist es so möglich, den neuen Fiat 500 also nur mit einem Fahrpedal zu bewegen. Das Bremspedal wird dann nur noch benötigt, um das Fahrzeug zum kompletten Stillstand zu bringen. Der Elektromotor verfügt übrigens über eine Leistung von 87 kW. Von 0 auf 100 km/h geht es in knapp 9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 150 km/h. Und er kann noch mehr. Er kann nämlich den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und die Spur automatisch halten. Man spricht hier bereits von Level 2-Funktionen in Sachen autonomes Autofahren. Einparken kann er auch von allein und weitere Assistenzsysteme machen die Fahrt sicherer. Dank Apple CarPlay und Android Auto bleibt er umfassend vernetzt. Fahrer und Beifahrer haben ein 10,25 Zoll großes Display für Navi und Co. Und natürlich gibt es eine Sprachbedienung wie in Oberklassefahrzeugen. Oberklassig ist aber auch der Preis. Der Preis für den neuen Fiat 500 La Prima beträgt inklusive der Heimladestation Easy Wallbox 37.900 Euro. Da nützt es dann auch nichts, dass Leonardo DiCaprio der neue Botschafter ist, oder? Der Preis ist definitiv gesalzen. Das liegt natürlich auch an den Preisen für die Batterie, aber den Spaß, den muss man sich erst einmal leisten können. Aber ich bin jetzt wahrlich gespannt, was sagt ihr zum Design vom neuen Fiat 500E? Hot or not? Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst uns gemeinsam diskutieren, denn ihr wisst es, Voiceover Cars ist und bleibt keine Einbahnstraße. Bis zum nächsten Video. Euer Jens. Ciao.